im Leben zu haben. Wo sollten wir uns sonst orientieren in dieser Welt, wenn nicht bei ihm? Ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite her, liebe Geschwister aus der FMG, der Missionsgemeinde, und auch aus der CGM natürlich. Herzlich willkommen. Ich habe euch etwas mitgebracht, wenn ich nicht hier bin in der Gemeinde und am Arbeiten bin oder Besuche mache und wenn ich nicht in Zürich bin, im Büro, wo ich für die Finanzen von unserer Bewegung auch zuständig bin, Pensionskasse und so weiter. Wenn ich nicht mit meiner lieben Frau zusammen bin, ja manchmal schon, aber oder mich um die Familie kümmere oder einkaufen gehe oder so, dann mache ich so auch noch ein bisschen Kunst. Das heißt, ich male oder ich gestalte Dinge. Danke vielmals, Margit. Ich habe schon eins, aber das ist gut. Ich trinke auch noch eins. Es ist gut, viel zu trinken. Genau. Und ich habe hier ein kleines Objekt mitgebracht. Ich sammle dann so Dinge. Ihr wisst ja alles, was ich finde. Meine Frau findet das nicht so lustig manchmal. Und die stapeln sich dann, die lagere ich dann, die sortiere ich dann und dann irgendwann stehe ich dann da und sage, ja, was könnte man daraus machen? Und dann hatte ich so ein kleines rosarotes Plättchen aus Kunststoff. Und aus diesem Plättchen ist dann dieses Kunstwerk entstanden. Also ich habe es hier auch noch im Original mitgebracht, das ist nur so groß. Genau. Also ein kleines Kunstwerk. Ich stelle es mal da ein bisschen vorne hin. So. Da habe ich so einen Fingerhut gehabt. Das hat mir die Nase gegeben und noch ein paar andere Kunststoffteile, die habe ich dann zusammengeklebt. Und das hat dann so ein lustiges Gesicht gegeben. Und mir kam dann so der Name in den Sinn. Ja, die heißt doch Rosamunde Fingerhut. Genau, das war letztes Jahr. Genau. Die Titel sind immer wichtig für mich, weil das regt dann gleichzeitig noch einmal zum Nachdenken an. Und darum jetzt dieser Rosamunde Fingerhut. Genau. Und dann, so in der Vorbereitung für den heutigen Gottesdienst, kam mir plötzlich in den Sinn, dieser Rosamunde Fingerhut, das ist eine Kunstfigur. Also Gary wollte sie googeln, er hat das nicht gemacht. Wahrscheinlich hätte er niemanden gefunden. Aber vielleicht gibt es ja Überraschungen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gemacht. Genau. Und, hast du was gefunden? Eben, genau. Ah, sehr gut, ja. Gut, also ist eine Kunstfigur. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich könnte euch doch eine Geschichte erzählen mit dieser Kunstfigur. Jesus hat auch Geschichten erzählt, Gleichnisse, und das waren Gleichnisse aus dem Alltag der Zuhörerinnen und Zuhörer für den Alltag. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann versuche ich doch das auch einmal. Ich war so ein bisschen inspiriert und möchte euch jetzt hier eine Geschichte vorlesen. Und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Sie ließen sich aber leider auch nicht immer vermeiden. Und wenn du dich angesprochen fühlst, da oder dort, dann ist das nicht Zufall, sondern dann ist es okay. Es tut mir nicht mal leid, sondern es war Absicht. Nein, man muss sich nicht outen, nein, nein, nein. Genau. Also, Amen, sagte der Pastor, nachdem die versammelte Schar gemeinsam das Unser Vater gemurmelt hatte. Das hat immer Platz, erklärte er jeweils in den Gottesdiensten der Gemeinde, denn es dauert höchstens eine Minute. Das Unser Vater ist ein Ein-Minuten-Gebet, kann aber je nach Begebenheit auch mal schneller gesprochen werden oder ein bisschen in die Länge gezogen werden. Darum ist das Gebet ein sehr praktisches Gebet, das Jesus uns da hinterlassen hat. Amen, erklang das gut eingeübte, vielstimmige Echo auf den Gebetsschluss des Pastors.
Mit diesem Gemeinschaftsritual hatte der Pastor an diesem denkwürdigen Tag die Zeit des Abschiedsnehmens am Grab von Rosamunde Fingerhut beendet. Wann, Schwester Rosa, wie sie von allen genannt worden war, zur Gemeinde stieß, konnte keiner genau sagen. Sie war schon immer da, so schien es jedenfalls. War sie mal nicht da, merkten es die Leute sofort. Wie letzten Sonntag, als ihr Platz im Saal leer blieb und der Pastor dann verkündete, dass Schwester Rosa in die ewige Heimat abberufen worden war. Wie er das sagte, in die ewige Heimat abberufen. Es schwang eine gewisse Ehrfurcht in seiner Stimme, als er dies sagte. Oder spürte man auch eine gewisse Erleichterung darin? Schwester Rosa war nicht mehr. Rosamunde Fingerhut hatte wahrscheinlich jüdische Wurzeln. Vielleicht war sie auch adliger Herkunft, aber genaueres wusste niemand. Fingerhut mit TH am Schluss, pflegte sie zu sagen, wenn sie darauf angesprochen wurde. Das war ihr wichtig. Ob sie einmal verheiratet war oder ob Fingerhut ihr Mädchenname war, wusste auch niemand. Sie war eben dieses schrullige Mitglied der Gemeinde, das zwar alle kannten, aber zu dem die wenigsten einen tieferen Zugang finden konnten. Nur Bruder Herbert hatte es geschafft und war zu ihrem Herzen vorgedrungen. Ging, wenn sie es wollte, in ihrer kleinen und stets aufgeräumten Wohnung ein und aus. Etwas, was dem Pastor zu Lebzeiten von Schwester Rosa leider versagt geblieben war. Aber eben Bruder Herbert war auch schon vor ein paar Jahren aus dieser Welt gegangen, darum konnte man ihn auch nicht mehr befragen. Und Nachkommen und andere Verwandten waren nicht vorhanden. Der Pastor war darum bei der Vorbereitung und Durchführung der Abdankungsfeier für Schwester Rosa so ziemlich überfordert. Was sagt man in so einer Situation? Fragte er seine Ältesten. Aber keiner wollte sich in seine pastoralen Angelegenheiten einmischen. Feiglinge, dachte der Pastor. Dabei war er selbst einer. Er hätte es kommen sehen müssen und sich mit Schwester Rosa vorgängig treffen sollen. Im Nachhinein ist man immer klüger. Dass dieses merkwürdige Gemeindemitglied eine eifrige Nachfolgerin von Jesus Christus war, machte die Sache auch nicht einfacher. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Er hatte es gesagt. An der Abdankungsfeier am Grab von Rosamunde Fingerhut. Auch wenn er es nicht voller Überzeugung hatte aussprechen können. Nein, er zweifelte nicht daran, dass Schwester Rosa die Auferstehung erleben würde. Aber er war sich nicht so sicher, ob das für alle anderen Auferstandenen auch so wunderbar sein würde. Denn Rosamunde Fingerhut war gefürchtet. Wenn sie während dem Gottesdienst anfing zu beten, dann verkrampften sich die gefalteten Hände der übrigen Gottesdienstbesucher und es wurde beklemmend still. Es ist ein Wunder, dass nie jemand kollabiert war, wenn sie betete. Ihr Gebet hatte es in sich. Mit klarer Stimme und gewählter Sprache hob sie an, machte bei jedem dritten oder vierten Wort eine Kunstpause, so als kämpfe sie mit den Wörtern oder damit die Aufmerksamkeit des Angebeteten auf sich zu ziehen. Inbrünstig rief sie ihren Heiland an, dankte ihrem Heiland für das allumfassende Heil, das ihr und allen zuteil geworden war, bat ihren Heiland um Heilung für alle und jeden, lobte ihren Heiland mit so vielen blumigen Worten, wie die schönste Blumenwiese nicht Blumen hervorbringen konnte. Man hätte jeweils Zeit gehabt,
auf die Toilette zu gehen oder einen Kaffee zu holen. Aber das machte niemand, denn es wäre in der allgemeinen Stille sofort aufgefallen. Und wenn sie mit ihrem Heiland fertig war, dann erklang aus ihrem Mund ein fröhliches Amen. Und Schwester Rosa erwartete, dass dann alle ebenfalls laut Amen sagten. Vor ein paar Jahren ereignete sich an einem Sonntag etwas Ungeheuerliches. Ein Lobpreisleiter, der üblicherweise in der Jugend diente und von den Gepflogenheiten von Rosamunde Pfingerhut in den Gottesdiensten der Erwachsenen nicht groß Ahnung hatte, erdreistete sich, mitten im Gebet von Schwester Rosa mit seiner E-Gitarre ein Lied anzustimmen. Wer wollte ihm seine jugendliche Ungeduld verdenken? Zögerlich nur begann, die Gemeinde mitzusingen, war aber nicht wirklich bei der Sache. Der Pastor und die Ältesten wären am liebsten im Erdboden versunken. Vielleicht beteten sie auch, Herr, komme nicht bald, sondern komme jetzt. Eine gefühlte Ewigkeit später war das Lied zu Ende. Und Schwester Rosa machte unbeeindruckt dort weiter, wo sie unterbrochen worden war. Es versteht sich von selbst, dass sie den jungen Mann ganz besonders in ihr Gebet einschloss. Das ersparte dem Pastor ein klärendes Gespräch mit dem jungen Musiker. Amen. Wenn Schwester Rosa in den Gottesdienst der Gemeinde besuchte, setzte sie sich immer an denselben Platz. Auch wenn er nicht mit ihrem Namen angeschrieben war, der Stuhl in der dritten Reihe links vom Mittelgang von der Kanzel aus gesehen, war für sie reserviert. Die Polsterung riecht heute noch, nach vielen Jahren des Gebrauchs durch Schwester Rosa, nach ihrem scharfen Parfum. Und dieser Geruch lässt sich zum Leid des Hauswarts auch nicht mit einer tiefen Reinigung durch ein Hochdruckdampfreinigungsgerät entfernen. Kein Gemeindeglied wagte es, sich an den Platz von Rosamunde Fingerhut zu setzen. Ob es aus purer Nächstenliebe oder Verehrung oder Respekt geschah, oder doch eher aus einer latenten Furcht vor ihrer Reaktion, muss offen gelassen werden. Verirrte sich außerordentlicherweise einmal ein Mensch zum ersten Mal in die Gemeinde und setzte sich unwissend auf ihren Stuhl. Dann war sofort jemand zur Stelle, um ihn über den speziellen Sachverhalt aufzuklären. So sorgte Schwester Rosa bereits für eine Peinlichkeit, auch wenn sie noch gar nicht da war oder überhaupt nicht auftauchte. Ihre Präsenz war nicht wegen ihrer äußeren Erscheinung wahrnehmbar. Schwester Rosa war zwar immer anständig gekleidet, nett, adrett, sauber, aber sie trug keine teuren Kleider, die in Mailand, Paris oder New York auf dem Laufsteg präsentiert worden waren. Das hatte sie nicht nötig. Sie trug keinen auffälligen Schmuck, benutzte nicht übermäßig Lippenstift, Puderdose und Schminke und ging höchstens ein- oder zweimal im Jahr zum Friseur. Wenn sie da war, dann wusste man das intuitiv. Betrat Rosamunde Fingerhut den Raum, verstummten die Gespräche zwar nicht, aber eine Reduktion der Lautstärke konnte auf jeden Fall wahrgenommen werden. Wer wollte schon, dass sie mithörte und womöglich später in der persönlichen Begegnung darauf zurückkam. Denn Partizipation ist im Reich Gottes wichtig. Und das wusste auch Schwester Rosa und lebte diesen Grundsatz sehr engagiert aus. Ihre Interpretation von königlichem Priestertum jedoch deckte sich leider kaum ansatzweise mit der üblichen Lehrmeinung. Das mussten Eltern erfahren, die sich von ihr Erziehungstipps für ihre Kinder anhören mussten. Oder junge Pärchen, für die sie nicht nur die besten Wünsche für die gemeinsame Zukunft, sondern immer auch die besten Ratschläge für ein sicheres Gelingen der Ehe bereit hatte, garniert mit einem Bibelvers, selbstverständlich. Ja, Schwester Rosa scheute sich auch nicht, den Ältesten der Gemeinde gegenüberzutreten und ihnen die Leviten zu lesen,
wenn sie der Meinung war, sie gingen doch etwas lasch mit einer bestimmten Situation um. Rosamunde Fingerhut beteiligte sich vorbildlich am Gemeindeleben. Das musste man ihr lassen. Sie teilte sich und ihre Meinung mit, meist ungefragt, und mischte sich ein, wo immer sie es für nötig hielt. Das muss nun einfach mal gesagt sein, pflegte sie jeweils zu sagen. Von jetzt an musste die Gemeinde ohne ihre wertvollen Bemerkungen auskommen. Der Pastor nippte an seinem Weinglas und überschaute die Geschwisterschar, die am Gedenkmal für Rosamunde Fingerhut teilnahm. Jeder hatte wohl seine eigene Geschichte mit der Verstorbenen. Was sich Gott eigentlich dabei gedacht hatte, als er sie in die Gemeinde führte? Oder hatte er sogar Menschen wegen ihr in die Gemeinde geführt, damit sie ihr begegneten und sich mit ihr auseinandersetzen mussten? Ihm kam der Bibelvers in den Sinn. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. In Gedanken versunken, kniff er die Augen zusammen. Dann ließ er seinen Blick von einem zum anderen schweifen. Wir sind alles sonderbare Menschen, Frauen und Männer mit unseren Eigenheiten, aber wir sind alle geliebt von Gott und berufen und befähigt, einander zu lieben. Er rieb sich die Nasenspitze und zuckte zusammen. Genauso hatte es Schwester Rosa auch immer gemacht. Ein paar Wochen nach der Beerdigung öffnete der Pastor einen amtlichen Brief. Beim Überfliegen der wenigen Zeilen erlebte er eine wahre Achterbahn der Gefühle. Scham, Entsetzen, Freude, Zweifel, Dankbarkeit. Irgendwie war alles vorhanden. Es handelte sich um die Mitteilung über die Testamentseröffnung von Rosamunde Fingerhut. Sie hatte mangels gesetzlicher Erben die Gemeinde als Alleinerbin über ihr gesamtes Vermögen eingesetzt. Mit Tränen in den Augen hauchte er ein kaum hörbares Gebet Richtung Himmel. Rosamunde Fingerhut liebte Gott und liebte die Gemeinde über ihren Tod hinaus. Amen, rief der Pastor der versammelten Gemeinde am nächsten Sonntag zu, nachdem er über Nächstenliebe gepredigt und vom großartigen Vorbild von Schwester Rosa erzählt hatte. Wenn Petrus schon die Sklaven aufgefordert hatte, sich ihren Herren in Liebe unterzuordnen, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen, dann gilt dies auch für uns in unserem Umgang miteinander. Denn Paulus schrieb, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Rosamunde Fingerhut hatte ein viel größeres und kostbareres Erbe hinterlassen als nur ihr Vermögen. Amen, antwortete die Gemeinde lautstark. Ja. Wie gehen wir miteinander um, auch in unseren Unterschiedlichkeiten? Wie gehen wir mit unseren speziellen Mitmenschen um? Mit den Sonderlingen, mit den Verhaltensoriginellen und mit den nicht anpassungsfähigen? Bei aller Unterschiedlichkeit, sei das jetzt alt, jung, zurückhaltend, aufdringlich, frisch oder alteingesessen, konservativ, fortschrittlich, laut oder leise, evangelikal, charismatisch, gesetzlich, freigeistig, herrschend, dienend oder was für Klischees auch immer wir noch bedienen wollen. Eines bleibt gleich. Die Grundlage des Glaubens und eines gelingenden Glaubenslebens finden wir im Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Darin ist die Einheit, ist unsere Einheit zu finden.
und nicht im möglichst gleichen Verständnis aller theologischen Spitzfindigkeiten. Auch nicht in der Gleichschaltung von Formen, von Lobpreis, Gebetshaltung, Gottesdienstordnung und so weiter. Die Einheit der Gläubigen, die liegt darin, dass das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus die Kraft für ein neues Leben beinhaltet. Und dieses neue Leben wird im Glauben erlebt. Und das gilt für uns alle. Alle Menschen, die das empfangen haben, die gehören zum Leib von Jesus Christus, sind Bürger seines Reiches hier auf dieser Erde. Gemeinsam tragen wir diese Hoffnung in uns, in ewiger Gemeinschaft mit Gott verbunden zu sein, jetzt schon, aber auch eben dann bis in Ewigkeit. Und der zweite Punkt für ein gelingendes Miteinander in einer heterogenen Gemeinschaft ist entscheidend, nämlich die Liebe. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Diese menschlich nicht machbare göttliche Agape-Liebe ist ganz auf das Du ausgerichtet. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und deshalb kann sie auch mit Ungleichheiten umgehen. Mit Menschen, die anders ticken, sich sonderbar benehmen und aus dem Rahmen fallen. Gottes Liebe zeigt sich gerade darin, dass der Zusammenhalt bestehen bleibt, auch wenn die äußeren und die inneren Eigenschaften und Meinungen in einer Beziehung oder Gemeinschaft es kaum mehr ermöglichen würden. Die Liebe befähigt, auch Menschen wie Rosamunde Fingerhut zu ertragen. Und ganz oft lernt man dabei noch etwas für sich selber. Die Liebe zeigt sich aber auch gerade in diesen Menschen, mit denen wir unsere Liebe Mühe bekunden. Weil Gott auch in diesen Menschen seine Liebe hineingelegt hat. Und das alles macht es möglich, dass wir gemeinsam Reich Gottes erleben können. Unsere Gemeinschaft wird durch diese Liebe für unsere Mitmenschen attraktiv. Diese Liebe ist ein ganz wichtiger Punkt für das gelingende Miteinander. Aber diese Liebe, die fällt niemandem einfach so in den Schoß. Klar, sie ist durch die Gegenwart von Gott in unseren Herzen, ist sie da, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, so schrieb es ja Paulus an die römischen Geschwister. Liebe von Gott will aber auch erbeten werden, aktiviert werden und gelebt werden. Und das ist oftmals eine Willensentscheidung und hat mit Gefühlen nichts oder erst später etwas zu tun. Darum schrieb Paulus auch, nehmt einander an, macht das aktiv. Das ist etwas ganz Aktives, das man tun sollte, einander annehmen. So wie ein intellektueller Entscheid auf dieser Ebene, auf der Basis des Wissens. Gott hat es gesagt, es ist gut und um die Liebe zu leben, mache ich das jetzt einfach. Auch wenn meine Gefühle vielleicht nicht gerade mitmachen. Ich weiß, dass ich von Christus angenommen bin. Warum das so ist, wenn ich mich manchmal anschaue, weiß ich auch nicht genau. Aber jedenfalls liebt er mich. Und ich weiß, er liebt dich genauso. Und darum ist es wichtig, dass auch ich, dass wir sagen können, ich will mein Gegenüber annehmen, weil Christus es mit mir gemacht hat und ich will es so annehmen, wie Christus es auch macht. Kann ich mir diese Annahme von Gott erkaufen, verdienen, erkämpfen? Nein.
Gottes Annahme geschieht aus Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und darum ist es auch so, wenn wir jemanden wie Christus annehmen, dass wir dann entscheiden, Gnade vor Recht walten zu lassen oder Barmherzigkeit über meine Vorurteile zu stellen. Und in diesem Bibelvers auch zu sehen, ganz wichtig, Gottes Ehre zu suchen. Es geht ja nicht um mich, sondern um ihn. Es geht um ihn, damit er empfangen kann, was er gehört, nämlich Ruhm, Ehre, Lob und Dank, heute und in alle Ewigkeit. Amen. 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 Herzlichen Dank. Wir dürfen ein Liebesmahl miteinander feiern. Jetzt diese Gemeinschaft miteinander erleben, indem dass wir Tod und Auferstehung von Jesus Christus zelebrieren und sagen, das hat er für mich gemacht. Indem dass wir das austeilen und sagen, er hat es in Liebe für dich gemacht, für uns alle. Und das ist unsere Einheit auch heute.